Da scheint mein Ziel zu sein. Ein, zwei Gegner zu töten. Oh, da ist mein Ziel. Ah! Oh, da ist mein Ziel. Wow! Viele kleine Ziele. Viele mittelgroße XP. Damit kann ich leben. Ah, nein, nee, 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 nicht jetzt. Ich will bitte einen Kampf hier, was soll das? Vergifte. Ach, komm schon. Pschu. Nachladen, bitte. Wer lebt auf euch? Wer ist tot? Sag mal das mal, bitte. Ich komme nicht so gut mit gerade. Alle auf einem Haufen. Meine Fresse. Rudelbums und Unzucht hier. Unglaublich. Das ist wie Sodom und Gomorra. Was ist los mit euch? So. Nazmul! Ja, hallo! Dunkle Grüße! Wie geht es dir? Länger nicht gesehen. Schön, dass du reinschaust. So mitten am Tag. Wobei, gut, wir haben jetzt 14 Uhr, es ist vielleicht schon vor einige Feierabend. Kann ich verstehen, dann geht das. Dann nehme ich die Einwand halbwegs zurück. Trotzdem, ich hoffe, dir geht's gut. Hast du so getrieben? Plopp. Eine gute Besserung. Ah ja, danke. Danke, ja. Hast meinen Titel gelesen, wa? Alles halb so wild. Mir geht's ja gut genug zum Zocken. Und solange das der Fall ist, läuft das alles. Also Leute, kommt. Nicht in diesem Tonfall hier. Ui, Credits veredelt. Ah. Veredelt soll toll sein, mir sagen lassen, aber naja. Voll und so. Mich hat es letzte Woche auch mit Corona erwischt. Ja, ach, guck gerne an. Geht gerade echt wieder um sich, aber auch nicht so wild bei dir. Dann war es ja nicht so schlimm. War es denn eine Woche flach oder länger? Ich meine, ja gut, flach auch mal gar nicht, weil es nicht so schlimm war. Zack. Ach so. Ja. Abschaltung. Diese Realität. Ich will ja den Typen retten. Ja, das Hilfssignal, sonst wäre es ja ganz schön gemein gegenüber ihm, ne? Ist sehr unvulkanisch, diese Art und Weise zu denken, aber hey, ich bin heute mehr Klingoner als Vulkanier, was gar nicht stimmt, die hat auf den Hilferuf gar nicht reagiert, aber ist egal. Ein, zwei Tage, der Rest war easy, okay. Ich bin heute quasi am dritten Tag, also ich hatte halt, also Sonntag ging es, Samstagabend ging es los. Warte kurz, ja, die Nacht von Samstag zu Sonntag war ziemlich fies. Sonntag war es dann ein bisschen nicht so. Und heute ist halt noch Tag 3 quasi. Immer so zweieinhalb. Das ist auch ganz okay soweit. Zack. Das hier wird real. Na, Krabby? Ja, dem Artefakt. Den wollte ich gar nicht haben. Nur das Artefakt. Ja, jetzt beschießen die auch Artefakte, die Idioten. Ahnen können, was passiert. Prost übrigens. Ah. Fuck, der war noch heiß. Viel zu großer Stock, den ich genommen habe. Scheiße. Mist. Ja, okay. Dimitri, ich meine Raphael. Wie komme ich jetzt eigentlich wieder weg? Das kann ich ja nicht mehr durch die ganzen Dimensionen shiften, weil es gibt ja keine mehr. Lass ich mal alles da, ne? Aber offenbar habe ich hier einen Ausweg gemacht, also passt das schon. Wie sieht es bei euch eigentlich aus? Habt ihr schon Corona gehabt? Und wenn ja, wie oft? Bei mir ist es das zweite Mal tatsächlich. Du warst das erste Mal. Ja doch, das war auch Corona, doch gar nicht. Ja, aber. Nee. Du bist zurück. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob du noch lebst oder ob du zu mir zurückkommen würdest. Ich bin dir dankbar, aber wieso bist du nicht in dem anderen Universum geblieben? Weil du machst die Vorwürfe. Oh, weil du mich gerufen hast und sonst wäre ich gar nicht hier. Ich. Ja. Ja, das tue ich. Es ist nicht viel, aber hier sind ein paar Dinge, die du vielleicht brauchen kannst. Du kannst auch alles andere, was du findest, gerne mitnehmen. Ja. Niemand wird es vermissen. Nee. Und ich schulde dir was. Wenn du mal einen Ingenieur brauchst, melde dich. Jetzt lass uns von hier abhauen. Habe jetzt ein neues Crewmitglied bekommen. Ja,
Summ, summ, summ. Killer mich an. Oh, geht doch nicht. Geht doch nicht. Nein. Lukachi, dunkle Grüße und willkommen für diese überraschende Anmeldung. Einmal Corona Ende 21, verabredende Erkältung. Ja, also mein Corona war beim ersten Mal halt ungefähr ähnlich wie jetzt. Ziemlich viele Kopfschmerzen, aber auch nur 2, 3 oder 4 Tage, da war das alles überstanden, der Rest ging halbwegs normal. Und ähnlich ist auch jetzt. Egal, was ich gerade sagen wollte. Du hast nicht mehr gebraucht. Ja. Ja, das habe ich. Das war eine sehr emotionslose Antwort. Zumal ja auch all seine Kameraden, die jetzt in einer anderen Dimension noch lebten, jetzt quasi auch tot sind. Das scheint er wohl jetzt nicht bei dieser Aussage berücksichtigt zu haben, ne? Nun ja. Sollte ich das Spiel jemals im zweiten Run spielen, PS wahrscheinlich nie, weil dafür fehlt die Zeit. Ist einfach wie es ist. Würde ich es mal andersrum versuchen wollen. Ich hätte natürlich auch alternativ speichern können, das habe ich nicht getan tatsächlich. Und alternativen Spielstand an der Stelle anlegen, aber das habe ich jetzt auch verpasst, ist egal. Wir trinken was, jawohl. Ab dafür. Gegen die Halsschmerzen. Schönes Teechen. Ja, okay. Jetzt ist es ein bisschen abgekühlt schon, das geht. So. Nokachi! Alter Suchti, was machst du eigentlich so früh hier? Das weil ich jeder so früh kommt, weißt du, weil ich normalerweise nicht so früh streame. Standardfrage. Wow, 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 wow. Wo ist Andrea? Das ist eine gute Frage eigentlich. Ich meine, ich bin da mit Andrea auf den Planeten gekommen. Und sie muss hier vorne stehen bleiben, richtig? Wo ist sie jetzt? Ist sie in der anderen Realität gefangen? Ist sie jetzt tot? Andrea, nein! Naja, ich schätze mal sie auf unserem Schiff oder in der Loge. Aber trotzdem, was soll denn das? Pause von Arbeit schreiben. Ach, verstehe. Bist du noch nicht fertig? Wir haben fast Dezember, Nokachi. Jetzt halt dich mal ran. Ehrlich jetzt. Sieh zu. Endspurt. Ja, okay, immerhin. Immerhin. Dann dürfte das passen, denke ich. Na. Da ist Andrea. Sie lebt noch. Hast du dich gewundert, wo ich war? Hast du gewundert, wieso alles anders geworden ist auf einmal, ja? Ich kam auf einen Heilplaneten an, ich habe einen kaputten Planeten oder beziehungsweise Forschungsstation war noch heile. Wunderst dich nicht? Nee, alles cool. Irgendwie, ich meine, du hast schon Sachen erlebt mit mir, das verstehe ich total. Wir haben es dann, ne? Cool, komm. Tap, 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 tap. Tara, tap, 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 tap. Bin ich schon. Warte ganz kurz. Bin ich schon wieder mit irgendeiner Sucht hier? Vergiftung. Wieso schon wieder? Ach, weil ich. Das hat mit meiner Simulationsabhängigkeit nichts zu tun. Ich dachte, ich hätte mich mit den Drogen vergiftet. Deswegen habe ich auch das hier, aber das ist wohl von denen. Ich bin ja in Gase getreten. Das wird es wohl sein, ne? Okay. Klingt doch irgendwie logischer. Hallo, cuten Tag! Puschel! Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Dunkle Grüße! Wie geht's dir? Gerade gestern erst gesehen und nun. Wieder andersrum, wa? Schön, dass du da bist. Es ist vorbei. Endlich vorbei. Ich kann nicht sagen, wie dankbar ich bin, hier wegzukommen. Danke. Wenn es okay ist, komme ich mit, bis wir wieder in der Zivilisation sind. Dann werde ich selbst wieder nach New Atlantis zurückfinden. Und dann, wenn du je einen Techniker brauchst oder reden willst, ich bin im Viewport. Ich bin der Star der Galaxie. Ich brauche dich nicht zum Reden. Aber danke. Ich verstehe das Angebot an sich. Wirft mit ganz unevilen, pastellfarbenen Flauschbällchen, die im Flug Glitzerstreifen hinter sich herziehen und alle Leute mit Liebe durch... Oh, das tut so weh beim Vorlesen. Alter, das reibt doch nicht so. Mensch. Hier, komm. Ich bin interessiert. Ja, ja, muhaha, am Arsch. Zuerst möchte ich mich in New Atlantis erholen. Danach, ja. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Wie danach? Ich bin mal durch mit dem Spiel. Was hast du jetzt vor? Weiß ich doch. Ist mir egal. Ja, ich habe so viele Sachen, schon klar. Ich schlaf ganz kurz. Ihr wisst ja, Bonus-XP und so weiter, das ist ganz geil. Komm,
Es gibt Welten zu erobern. Ja, wenn du das so sagst, immer her damit. So, was machen wir jetzt storymäßig? Nee, Nokachi mache ich nicht. Schon gar nicht, wenn ich Corona hab. Spitzt wohl. Und wenn die Schulter wieder heile wäre, würde ich es auch machen. Lässt sie aber nicht. Und keine Ahnung. Ich glaube, meine Schulter ist für immer im Arsch. Deswegen gibt es wahrscheinlich nicht wieder Hände hoch. Heul selber leise. 3 Tage noch. Oh, fuck. Siehst du, ich muss ja 3 Tage warten, wenn Mist. Och, ekelhaft. Egal, ich kann auf mal. Hallo? Klick? Klick? Das hier machen. Könnte das machen. Hallo? Hallo? Geht doch. Hier ist anwählen, ey. Alter. Zack. Ja, ja, kennen wir ja schon. Oh, auf Anhieb. Cool. Ui, gute Besserung. Und nein, bei Ziel habe ich lange Wochen danach. Bitte keine nötigen Anstrengungen. Nö, das ist bei mir jetzt nicht so schlimm. Hab's ja schon mal gehabt und ich war quasi Tag 1 oder 2 wieder beim Sport, wo das okay war. Das war alles kein Problem bei mir. Und da habe ich keine Bedenken. Diesmal ist es noch milder als beim letzten Mal, daher. Nö. Nett gemeinter Rat und so und auch theoretisch nicht verkehrt, aber ich vertrag's halt einigermaßen. Daher passt das. Ja, das Glück gehabt. Man könnte auch immer gehen, die anderen haben Pech. Es ist nicht. Manche vertragen es halt gut, manche schlechter, ne? Glück und Pech ist relativ, aber ja, ja. Bei jedem anders, oder so. Na, klick. System, böses System. Klick, 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 klick. Nicht durch den Planeten fliegen! Oder auch doch. Gut! Ach du Scheiße! Level 50, Raumschiff, keine Chance, ich bin weg. Die würdigen? Bist du doof? Das sind bestimmt die Sternblüter, die mich jagen. Weil ich das Ding jetzt bei mir habe. Aber ich hab's auch bei mir, die haben mich nie auf dem Planeten bisher gejagt. Aber auf meinem Raumschiff, toll! Da, wo ich mich nicht wehren kann, ich spinne wohl. So. Da bist du ja endlich. Ja. Keine Worte mehr. Alle beiden. Klären wir das. Hier bin ich schon. Ich dachte, ich besiege euch im normalen Kampf Mann gegen Mann. Mit Raumschiffen habe ich keine Ahnung. Und ich sehe gerade. Ich habe letztes Mal noch gesagt, die haben bloß so ein kleines Raumschiff und ist doch viel größer, wo sie lang gehen könnten. Und ich sehe gerade auf dem Mast dann doch das hier, oder beziehungsweise das hier. Der ganze Bereich, in dem ich damals war, in deren Raumschiff. Das hier ist doch wohl nichts zum Bereisen des Raumschiffs, sondern bloß irgendwie Teil des ganzen Antriebs und so weiter. Also keine habitable Zone, wo Küche, Bad, Essen und so weiter sein könnten, weil das ja hier auch nicht war. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Viel vernünftiger Argument, dass er nicht zugänglich hier, Schweine, wa? Ich kann die nicht besiegen. Die sind zu stark. Die sind zu zweit und ich habe ein Schiff und ich bin voll schlecht im Raumkampf. Es ist scheiße in dem Spiel. Du hast dich entschieden. Ich mach schon mal. Gib jetzt nicht deine einsame Wolfstrategie auf. Oh. Ich wollte nur Zeit schinden eigentlich. Ich meine, gewusst, dass ich das darauf hinausläuft, dass ich mal die Quest lesen soll, ne? Ich kann auch gerade nicht nebenbei hier meine Sachen aktivieren. Ist alles gesperrt. Na gut. Ein Kampf im Himmel. Was könnte es Schöneres geben? Hallo? Ha, jetzt. Ah. Ich werde so sterben. Ich habe auch nichts zum Heilen. Gar nichts. Weil Level 30 geht eigentlich einigermaßen. Raketen? Feuert mal. Hey, es geht. Hey, ich mach ihn kalt. Aber noch keinen Schaden noch bisher. Geil. Geil. Oh. Den Mist kenne ich schon, wenn die verschwinden. Fieser Kerl. Oh, meine Stimme ist so träge. Wo seid ihr? Da. Na? Ah, Level 60 ist ja bloß was. Das ist irgendwer, ne? Guardian, ist keiner von den beiden. Toll. Ich hab nichts zum Heilen, das ist echt unpraktisch. Oh fuck.
Level 30. Kriegt beim Schiff nur gerade nichts. Au, au, au. Ist aber, oh, ich komme nicht ran zu ihm. Da. Aber offenbar hauen die echt bloß ab und lassen sich gar nicht töten. Also, es ist ja auch lächerlich. Final Conflict und dann hauen die aber ab mittendrin. Am Arsch. Feige Schweine. Toller Abschluss der Story. Ja, da, das gleiche. Sag ich ja. Meinst du, konnte ich wenigstens gewinnen? Hätte ich auch so gemacht, glaube ich, aber. Ich würde eigentlich ganz gerne jetzt nach New Atlantis zurück, um mein Schiff zu reparieren, Dinge zu kaufen und keine Ahnung was, aber ich habe ja auch bis heute nicht ausgeboten, wo ich die Sachen kaufen kann, um mein Schiff zu reparieren. Hatte mir neulich erst jemand gesagt, aber ich habe es nicht gefunden und nicht mehr beachtet danach und dann, naja, dann war es das halt. Ah, dreckiger Mist. So wird das im Kaumkampf nichts. Ihr trinkt noch was, weil Hals und so. Übrigens, Puschel, heute Kamillentee bei mir, weil ich heute Morgen mit fiesen Stupen aufgewacht bin, ja. Gestern war es Salbei, aber normalerweise nur Salbei. So, verlassen. Auch wenn es hier kein Leben gibt, sollten wir vorsichtig sein. Kein Leben? Fauna? Flora? 0 von 7, 0 von 8? Du weißt, was Leben bedeutet, oder? Schiffszelle beim Händler im Weltraumhafen. Ja, aber die habe ich nicht gefunden. Offensichtlich. Also... Schiffsteile, ja, aber... Verzeihung. Sachen zum Reparieren des Schiffs habe ich da nicht gefunden. Und der Heilmittel? Okay, welcher Händler in New Atlantis ist die Frage. Ich bin ja nur bei dem Typen, der direkt am Hangar steht, an der Lade und... Wie heißt denn das? Da wo die Raumschiffe landen, wo man ankommt. Den Typen habe ich mal gefragt, weil der hat mein Schiff auch repariert, aber der nicht, nein, okay. Bin ich ja meinen, der hat mir auch nichts gegeben bisher. Ach Mann, das ist also kompliziert. Warte kurz, ich habe doch schon irgendwie Vergiftung, ne? Die will ich mal langsam loswerden wollen. Vergiftung und Eiskälte. Wieso? Ich habe doch meine ganzen thermalen Schutzsachen und so weiter. Langsam reicht es mir hier in dem Spiel. Wozu hat man das denn, wenn es doch nichts bringt? Ganz ehrlich. Was soll denn der Quatsch? Ich hab doch F. Ja doch, komm. Ja, damit. Und... Na, haben wir es irgendwo da? Haben wir. Noch ein paar davon. Gott. Wie, nicht geheilt? Habe ich nicht gerade was dagegen genommen? Ist das Falsche ausgewählt? Da, da, da. Ah, es ist... Boch... Nee, das habe ich doch... Doch, hier ist nur ein Tropfen, meine ich doch, aber... Ach so, weil ich es noch nicht habe. Es ist nur eine generelle Warnung. Okay. Bei dem Händler, neben dem Café und der Bar. Café und Bar. Ich war so oft auf New Atlantis gewesen, ich habe nichts gemerkt davon. Wenn man gleich links läuft. Schiffsteile, Dinge, die nur Schiffe... Ja, okay. Also ich kenne nur einen Händler in New Atlantis generell. Der verkauft halt auch Waffen und alles mögliche drum und dran. Meinst du den? Wo ich auch die Glücksschiebe bekomme, um die Quest da zu machen und so weiter. Ach, warte, ich wollte nur Skill verteilen, gerade einen. Oder zumindest einen. Oh, ich habe zwei Skillpunkte. Krass. Mache ich meinen das hier stärker? Mir wurde ja gesagt, das müsste ich nicht tun. Das wird sich alles wunderbar machen durch einfach nur bessere Sachen. Aber bis ich dazu komme... Zumindest mehr Schilder wäre ganz geil, oder? 20% oben drauf. Sicher ist sicher. Komm. Den einen gönne ich mir. Hoppala. Hochwertig, okay. Wäre auch nicht verkehrt, theoretisch. So, hier haut ich noch einen, der mir fehlt. Generell mehr Leben wäre auch nicht verkehrt, aber... Brauche ich es wirklich? Weiß ich nicht. Ich habe hier keinen Plan mehr, was ich machen wollte. Ich meine, ich bin im Kampf gut. Ich muss im Kampf nichts mehr skillen aktuell. Ich bin einfach in allem gut genug. Das lohnt sich nicht. Wenn dann Weltraumzeug oder passiv Leben irgendwas. Waffenlose Angriffe mache ich ja auch nicht. Gar nicht. Viele Händler da. Was? In New Atlantis gibt es viele Händler?
Den einen in der Händlersektion, den kenne ich. Und eben die Doktorin da unten. Die habe ich da nie gefunden. Was zum Teufel? Merchandise im Namen. Ja, ich muss mal gucken, was da wieder hinkommen sollte jemals. Verletzung dürfte ja nicht sein, was ich gerade meine. Okay, dann mach ich mehr Leben rein, komm. Zack. Außer was kann man langsam. Das ist gut. Nee, das ist Krise. Okay, wenn es ich. Von diesen ganz tollen ist dieser eine hier interessant, der Rest irgendwie nicht wirklich. Der Rest irgendwie nicht wirklich. Und auch das ist sehr geil, während des Kampfes zu regenerieren. Dass ich immer auf 4 bin, das ist sehr geil. Die anderen beiden sehe ich gerade nicht für mich. Nicht mit meinem Spielstil, die bringen mir gar nichts. Also müsste eines geil. Auf Maximum Level letztendlich. Den ich wahrscheinlich niemals schaffen werde, weil ich vorher das Spiel durch habe. Ich meine ja bloß. Credits. Credits. Ach siehst du, ich wollte sowieso... Ja, zu viel Last. Genau das meine ich gerade. Ich wollte auch sowieso noch Dinge wegbringen, weil ich voll bin. Scheiße. Ah, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Wieso bin ich schon immer so voll? Was ist denn das für ein Mist? Hier, hau weg. Poncho, ach komm schon. Hier, kann auch weg. Alter. Oh, ich habe 2. Junge, der ist hochwertig. Der ist veredelt. Aber der hochwertige ist noch besser als der veredelte. Farmpirat, ich sag's nur mal. Vor allem Constellation-Anzug, was? Wo kommt der denn her? War es gerade die Questbelohnung, die ich nicht mitbekommen habe? Ich war eben auch noch auf normaler Masse gewesen, nicht so extrem drüber. Super geile Werte, aber halt langweilige Rüstung. So. Auf einmal 14.000. Wenn ich jemals den da treffen würde, das tue ich nicht, der so viel Geld hat, könnte ich hier auch nicht Kohle machen, aber. Die Hände haben ja maximal 3.000, 4.000 Credits. Ich bekomme diesen Wert niemals raus. Das ist so lächerlich im Spiel auch. Sortieren nach Gewicht. Könnte ich auch weghauen. Das Ding nutze ich nie. Es ist scheiße schwer. Und ich glaube, es macht nicht so viel Schaden. Komm, ich hau es einfach weg. Aber es ist super. 40.000 wert. Das will man nicht wegschmeißen, wenn man es verkaufen will eigentlich. Das ist schlimm. Das wollte ich auch aufheben, weil es eigentlich auch coole Sachen hat. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Was ist das? Weg damit. Weg damit, weg damit. Ach komm. Auch alle weg, ist egal jetzt. Hilft nichts. Ich muss nochmal zurück. Ich komme hier so nicht. Ich kann ja so nicht irgendwo was reingehen. Warte, wie kam ich zur Sternkarte? Hochwertig scheint besser zu sein. Ah, you don't say. Geld bringen hat man nicht. Ja, nicht wirklich, aber. Aber was heißt. Planeten erkunden? Ja, nein. So richtig Geld gibt es nicht, meiner Erfahrung nach. Und vor allem, ich habe es auch erst einmal geschafft, Planeten vollständig zu erkunden, weil irgendwie die letzten ein oder zwei Sachen nie gefunden wurden. Und, viel Loot sammeln hat auch vergessen, weil verkaufen kann ich sowieso nicht, weil... Händler haben ja kein Geld in dem Spiel. Haben sie einfach nie. Ich will auf die Dingskarte. Ach, verdammt. Die Navigation ist immer noch so unintuitiv in dem Spiel. Ah, das regt mich schon wieder auf. Vor allem sehe ich gerade Level 75 sie empfohlen. Was? Bin ich ja nicht annähernd. Trotzdem komme ich klar. So. Ich glaube, Alpha Centauri war... Oh, fuck, so viel extra fliegen. War New Atlantis, richtig? Ich will da hinfliegen, bitte. Einfach ein Klick. Ich weiß, es geht nicht, aber... Kurs festlegen. Oh, hallo. Oh, echt, das ist so... Ja, Kurs festlegen. Danke. Wieso ist jetzt weg? Alter, Kurs festlegen. Danke. So. Meine Güte. So, hilft nichts. Klick, 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 klick. Es geht nicht. Jetzt. Was ist denn das immer? Ich verstehe es nicht. Man muss tausendmal draufklicken... Entweder geht's oder es geht nicht irgendwie. Das ist total random. Oh, warte. Das ist nicht gut. Das ist so random. Ah, normal fliegen, ne? Ei, 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 ei. Also bei solchen...
Ist meine Route nicht gespeichert worden? Nein. Schön. Ehrlich, Leute. Bei solchen Details regt ein Spiel teilweise echt auf. Weil die so verhunzt sind. Stimmt nicht, Pfandpirat, mit den 48 Stunden. Ich meine, ich kann zwar so lange warten, die haben mir Geld, aber auch nur 1000 oder 2000. Das habe ich ja gemacht, mehrmals schon. Kriegt mir immer noch nichts. Ich muss dann Ewigkeiten mich hinsetzen und warten. Vor allem im Stream ist es super ätzend und langweilig und Mist. Und dann habe ich trotzdem 2000, 3000 Geld. Das lohnt sich überhaupt nicht. Das ist ein total dummes System. Das schon wieder nicht gemerkt. Was soll denn das? Ich habe doch meine Route gesetzt. Wollte ich jetzt jedes Mal neu machen, die Route? Kann doch nicht euer Ernst sein. Oh, komm. Klick. Geht doch. Alter. Am besten bei der Handelsaufsicht verkaufen. Wenn ich wüsste, wo die ist. Ich spiele das Spiel echt schon 70.000 Stunden und ich weiß von so vielen Dingen noch gar nicht, wie es auch nicht geht, weil das Spiel einem da nicht wirklich entgegenkommt. Ja, wo denn überall? Pfandpirat. Man kommt ja auch, die ganze Menüführung ist ja auch total ätzend, wenn du zum Händler hinkommen willst. Und du weißt ja auch, ich weiß bis heute nicht, in welchem System was hier ist und wo ich hin muss. Ich weiß gerade mal sowas, dass hier New Atlantis ist, weil ich da erst neulich hin wollte. Und zum ersten Mal im Spiel manuell wohin reisen wollte, ohne Quest und so weiter. Ein Unterdeck, da war ich doch. Da kann ich Dinge verkaufen? Oh, das Spiel macht mich kirre. Kirre! Wir trinken lassen. Absolut kirre. Waffen scharf, Feuer frei. Nein. Ach so. Ich bin unbeteiligt, alles cool. Nein, nicht hierauf. Man ist so gewohnt, über die Missionskarte zu springen. Drückt man automatisch L statt M. Ab dafür. Ab. Hallo. Ja, springen will ich. Klick, 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 klick. Gelockt. Toll. Auf einmal ist er gelockt. Ich raff das nicht. Wieso? Ich mach nicht mehr als Klick. Raff ich nicht. Im Wolfsystem Schmuggelware. Das hätte ich früher wissen müssen. Wolfsystem. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber ich hatte mal Schmuggelware und ich konnte damit nicht klarkommen. Voll aufgebracht und verknackt wurde ich auch noch. Es war keine schöne Zeit. So. Alpha Centauri. Also. Klick. Doppelklick mir jetzt auch nicht übrigens. Ich klicke. Ich will dahin. Das ist doch nicht euer Ernst. Was ist los mit dir, Spiel? Klick, 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 klick. Einfach X drücken am Arsch. Hast du gesehen? Das haut nicht hin. Ja, das Spiel macht mich fertig bei solchen Sachen. Das ist so schlecht optimiert. In den ganzen Quality of Life Sachen. Ja, so, jetzt wo ich mit dem Spiel dem Ende entgegennähe, kann ich das mal so rauslassen. Das Spiel ist geil, aber diese ganzen Details sind einfach schlecht. Gutes Spiel, ja. Bis auf die ganzen Fehler, die es hat. Das sind echt wenig. Viele. Sehr viele. So. Also. Erstmal generell ab. Warte, warte, warte. Wo lande ich mit dem Schiff jetzt? Ich weiß es immer nicht. Hier, ne? Ist ja nur Atlantis. Das müsste eigentlich der Raumhafen sein. Der nicht Raumhafen, das ist ja auf dem Planeten. Genau, okay. Oh Mann. Soll die Stadt inspirieren oder einschüchtern? Ich mach schon drei Kreuzer in dem Spiel, wo ich bin. Vielleicht kommt es darauf an, warum man hier ist. Ja, reparieren bitte. Sehr gerne. So. Sieht alles gut aus. Teil 1. Am Platz, wenn du mich brauchst. Wo komme ich jetzt zu dem Typen, der mir die Sachen verkauft? Geradeaus und dann links. Okay. Pfandpirat ist mein Advisor jetzt. Piu. Ich habe am besten will nicht Bock, 4000 NPCs anzusprechen, in der Hoffnung, der ist da irgendwo. Jetzt bin ich links. Wie weit links? Wie weit links? Ah, Merchants. Das hast du gesagt, richtig? Nee, Möss. Ist zwar nicht Merchants, aber meinst du das? Da, wo die M steht.
Hier ist ein DM irgendwo? Gibt's doch einen Rossmann? Da, wo DM steht? Da nicht. D und M. Doch dahin. Wo siehst du denn da ein D und ein M? Ah, das soll ein D sein, okay. Das ist für mich auch eine Pyramide. Okay, Fun-Pirat, dankeschön. Wir haben alles, was du für dein Schiff brauchen könntest. Klappe zu, gib einfach her. Ja. Danke für deinen Besuch. Klappe zu. Ich sag die Klappe zu, gib mir, was du hast. Sieh dich in Ruhe. So. Waffen? Denk fürs Schiff. Egal. Sonstiges. Dietriche? Die verkaufen hier offiziell Dietriche. Ich habe überall gesucht, wo ich Dietriche kaufen kann. Die verkaufen hier offiziell Dietriche? Da dürfen die doch gar nicht, oder? Ah, Dingens da. Aber hier sehe ich nichts für Schiffsteile was, ne? Warte, ich guck mal. Schmier, schwere Lustrat, Sedativ und Silber. Und der Hilfe. Ah. Ein Baguette. Damit ist mir nicht geholfen, ihr Franzose. Medipacks gibt's hier auch. Eins. Eins ist besser als keins. Schiffsteile. Na, immerhin 6 Stück. So, jetzt habe ich ihm Geld gegeben. Jetzt verkaufe ich ihm ein paar Sachen. Ne? Hier, ich komme rein. Und die haben von. Ich war hier nie gewesen vorher. Das heißt, die haben niemals ihr Geld verpulvert für die Sachen, die ich verkauft habe. Trotzdem war hier quasi nichts, was sie hatten. Also in dem, was sie. Das ist. Wahnsinn! So, alles. Gewicht. Okay, ich brauche das Ding für 5000 bloß. Aber klar, es ist natürlich viel weniger, als das wird. Egal, ich hau's jetzt weg, weil ich nutze sie einfach nicht. Ich nutze sie einfach nicht. Ich bin nur bei Pistolen, das ist auch ausreichend, das passt. Das Finting? Weg damit. Hau auf, weg. Cutter brauche ich ja wahrscheinlich nochmal irgendwann. Schnieke, aber schwach. Tschüss. Tschüss. Wieso habe ich sowas schwer dabei? Wo kommt das her? Auch weg. Was soll ich da? Ist voll schwach. Aber trotzdem, danke, Fun-Pirat. Jetzt habe ich endlich mal ein paar Sachen hier rausgekriegt. Was warst du mir auch schuldig nach der Digi-Dietrich-Sache, ne? Das muss ich dazu sagen. Aber bin ich trotzdem schlauer als vorher. Das ist auch was wert. Also, du bist entschuldigt. Jetzt möchte ich mal, das sind auch 15 Stück, also auch über 20 Masse. Und wann tut sich das schon mal kommen? So. Zumindest anteilig wegschmeißen, das Zeug. Auch quasi keinen Schaden. Aber hat ein Magazin von 18. Das ist recht gut. Das hat mein anderen allesamt nicht. Aber der Schaden... Oh, 90er. Ist eigentlich ganz okay, aber... Lass mal. Ah, Geld ist alle bei denen. Hab ich alle her? Warte. Nee. Das ist mein Inventar. Das ist nicht das Schiffsinventar. Ich habe doch gar keine Waffe aufgenommen, großartig. Warum sind die alle bei mir drin? Wo kommen die ganzen Waffen her im Inventar? Ich habe doch gar keine aufgegeben. Ich habe gezielt nur Munition genommen in der letzten Mission. Oder bin ich da dort verguckt und habe dann gedacht, die Waffen wären Munition. Ich habe ja Waffen ohne Ende. Sehr irritierend. Hast die Quest gemacht mit Stromausfall im Unterdeck. Ist eine sympathische Frau, die ist Händlerin und dahin darf ich mir viel Geld. Sagt mir jetzt nichts, also wahrscheinlich nicht, aber es hat nichts zu heißen. Ich spiele schon seit Ewigkeiten und sehr peu à peu. Da gehen viele Details verloren im Gedächtnis. Danke für deinen Besuch ja. Bei Jamison Mercantile. Lass mich in Ruhe. Okay. Raus aus dieser Nummer. Und dass es auch immer noch keinen Schnellreisepunkt gibt, um nach unten zu kommen. Finde ich auch unter aller Sau. Die Leute sagen immer, ich brauche mehr Hobbys. Das sage über ich Schreiben. Ich bin Wo geht's denn hier runter schon wieder? Wo ist denn das schon wieder? Von der, ja, ich weiß, wo ich da hin muss, aber... Achso, du meinst der Schnellreisepunkt. Ja, gut. Ich meine, wie ich hinkomme, weiß ich schon, aber es gibt keinen Schnellreisepunkt in dem Bezirk selbst. Das finde ich ja so super ätzend, weil das mein Hauptanlaufspunkt für Händler und Heilung war immer.
Und ich muss halt dann mal von hier aus laufen, statt mich direkt rein teleportieren zu können. Das ist so dumm. Verstehe ich nicht. Jeder Distrikt, jeder Teil der ganzen Sache sollte mit einem einzigen Schnellreisepunkt versehen werden. Das ist das eigentlich Sinnvolle, was ich als Programmierer im Kopf hätte dabei. Was ist nicht passiert im Spiel? Ich trinke was, um mich abzureagieren hier mit kaltem Tee. Und apropos kalter Tee, da ich so viel trinke aktuell und sowieso nicht gut drauf bin, ich mache eine kurze Pinkelpause, bin aber gleich wieder da. Verlauft euch nicht, wir sehen uns. Sekündchen.